Jetzt haben wir schon sehr viel gehört, dass Reize eben dazu führen, dass Menschen aktiviert werden. An dieser Stelle muss jedoch auch Vorsicht gewaltet oder an den Tag gelegt werden, denn Reize können nicht oder haben nicht nur einen positiven Einfluss, nein, ganz im Gegenteil, Reize können auch einen negativen Einfluss auf die Einstellung eines Konsumenten haben. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn diese sehr stark störend oder aber auch verunsichernd wirken. Unsere typischen Beispiele hierfür wären aufdringliche, intensive physikalische Reize oder aber auch emotionale Reize, die als dümmlich, peinlich oder geschmackslos aufgefasst werden können oder eben auch das Drohen mit Konsequenzen. Und im Zusammenhang mit diesem negativen Einfluss gibt es dann eben noch zwei Effekte, welche man kennen sollte. Einerseits den Bumerang-Effekt und andererseits den Vampir-Effekt. Der Bumerang-Effekt beschreibt das Verursachen einer gegenteiligen Kommunikationswirkung, also wenn nicht die Wirkung erreicht wird, welche ursprünglich geplant wurde. Und im Unterschied hierzu wird unter dem Vampir-Effekt verstanden, dass die Reize wenig mit dem Gesamtkontext im Einklang stehen und dadurch eben auch gerne ablenkende Wirkungen haben. Also an dieser Stelle sollten Sie wirklich darauf achten, wie Sie die jeweiligen Reize setzen, sodass diese nicht sehr stark ablenkend oder verunsichernd wirken.